Guten Morgen. Morgen. Was ist los? Wir müssen nur das Video drehen mit dem Carbon. Die Leute fragen schon. Ich bin am Posten. Hallo? Echt? Ich poste gerade was. Ich muss das posten, sonst schimpfen die Leute, dass ich nichts poste. Wenn ich zu viel poste, schimpfen die, wenn ich zu wenig poste. Au. Na? Check, check, check. Weit, oder was? Ja, oder nicht? Ja. Lass gehen. Heute backen wir, genau. Heute backen wir unsere Carbon-Teile. Oh, es ist ganz früh. Oh, der Oli rösert mich schon morgens. Ja, ich komm her. Bei uns in der Firma sind alle krank. Wirklich alle. Na? Und wir kochen für alle. Wir haben eine ganz coole Küche hier. Voilà. Da. Ein Hund ist da drin. Wir machen eine Hühnersuppe. Die hilft gegen alles, wenn man krank ist. Naja, und wir möchten nicht, dass die Mitarbeiter hier krank sind. Deswegen machen wir eine Hühnersuppe. Das macht die Christine. Und wir backen. Die machen eine Hühnersuppe und wir backen. Ne? Nur das, was wir backen, kann man nicht essen. Was ist das? Olli? Kann man sich viel vorstellen, was das sein könnte. Ist es aber nicht. Ja? Das ist von unserem Cookie. 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 Da ist die Cookie. Hier ein Möhrchen. Der Hund frisst Möhrchen. Und Gemüse. Genau. Kommst du nicht nach, oder was? Doch. Erster. Schaut mal, das ist ein Teil von einem Rolls-Royce. Spoiler. Muss das abmachen, das ist so ein Stützmaterial. Aber heute nicht zum Thema 3D, sondern heute zum Thema Backen. Backen. Backe, backe, Kuchen. So. Was brauchen wir denn alles zum Backen? Wer hat das alles hier hingelegt? Ja, auf jeden Fall heute zum Thema Carbon-Backen. Ne? Dazu bräuchten wir ein Spezialklebeband. Das ist wie Gummi. Wie ein Radiergummi. Kann man ziehen. Wie eine Knete. Ja? Schon eher wie das Gummi. Das haftet unglaublich. Ah. Teuer, aber. Telefon. Guck mal her. Wenn man das verklebt, zum Beispiel, ne, zwei Folien zusammen, mal passiert. Ja. Zuerst machen wir quasi die ganzen Teile in Carbon. Wir legen diese mit Carbon-Matten aus und danach packen wir das in eine Tüte mit so verschiedenen Lagen und so weiter. Zeigen wir euch jetzt. Dazu bräuchte ich die Werkzeuge. Das können wir hier draufstehen lassen. Das können wir da machen. Wo ist mein kleiner Sauerländer? Ja. Schön. Ja, Hossa. Sauerländer. Ohne Sauerländer läuft hier gar nichts. Ne? Chefsessel muss sein. So. Wenn euch das Video nachher gefallen hat oder gefällt bis jetzt, schenkt mir ein Like. Schenkt mir ein Abo, aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, kommentiert das. Und ja, ich hoffe, euch gefallen unsere Videos, dass wir so mit Olli hier so ein bisschen Action machen, ja? Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und zwar müssen wir auf das Werkzeug Trennmittel auftragen, damit das Carbon nicht an dem Werkzeug haften bleibt. Ne? Ist das doof, wenn ich sitze? Nein. Sehe ich dick aus? Nein. Ganz sportlich. Ja, sportlich. Ich bin sportlich. Ich fahre sogar einen Sportwagen. So, das riecht richtig gut. Streng. Also,
nicht streng, aber hilft. Also wie mit den Medikamenten, wenn man krank ist. Ja? Die, die am ekelhaftesten sind, die helfen am besten. So, auf jeden Fall. Das machen wir so zweimal, dreimal. Ja? Ich habe so ein Vlies genommen. Das werden wir dann gleich verwenden. Das ist so, werdet ihr gleich sehen. So. Wenn das jetzt haften bleibt, ne? Also dieses Carbon an dem Werkzeug, dann ist das hin. Das ist ja kaputt. Deswegen machen wir das zweimal, dreimal, sogar viermal manchmal. Ja, kommt drauf an, wie kompliziert die Teile sind. Weil wie gesagt, bleibt das Carbon einmal da drin haften, haben wir ein Problem. Ein dickes Problem. Und das sind so Sachen, die man eigentlich so beachten muss, ja? Wenn man irgendwas produziert, egal was man produziert, ja? Und sag mal, nicht jedes Teil ist perfekt. Deswegen ist viel Ausschuss auch, was man nicht braucht. Deswegen ist Carbon auch zu teuer. In China ist alles günstiger. Klar, die Mitarbeiter, die arbeiten dafür 100 Euro im Monat. Ja, das wird bei uns oder ist bei uns nicht möglich. Ja, guck mal, schön die Kanten, Ecken. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen machen wir es ein paar Mal. Müssen wir aber das nicht so, glaube ich, aufnehmen, oder Olli? Ja. Ja, dann müssen wir es nicht aufnehmen, sonst wird das langweilig in dem Video. Also, bis gleich. Jetzt. So, weiter geht's. Jetzt bauen wir eine Tüte. Das heißt wirklich so. Ja, hört sich komisch an, wenn man hier in NRW direkt am holländischen Grenze wohnt. Aber wir bauen eine Tüte. Kommt mit, ich sag euch was. So, eigentlich backen wir das Carbon immer hier, nicht backen, sondern machen, laminieren. Ja, aber hier ist ein bisschen schlechtes Licht und so weiter für eine Kamera. Deswegen machen wir das da drüben. So, das ist dieses Vlies, was wir benutzen, um das überflüssige Harz zu entfernen. Ne, das wird alles eingesaugt. Ich benutze es auch zum, ich sag mal, wenn wir diese Trennmittel da benutzen. Check. Das ist das mal. Das. Dann brauchen wir die Trennfolie. Das ist schwer. Komm schon, steck. So, das ist kein Schönheitswettbewerb. Das ist Produktion. So, jetzt brauchen wir so die Tüte. Das ist einfache Folie. Guck mal, die ist einfach endlos. Oder beziehungsweise Meter, 100, 200 Meter sind drauf. So. Wir nehmen immer so ein bisschen mehr, als wir bräuchten. Die lässt sich gut schneiden, die Folie. Also besser als die anderen. So, check. Hier müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass hier nichts ankommt, drankommt. Weil, wenn hier ein Mini-Loch oder sowas reinkommt, wird aus dem Carbon-Teil nichts. So, das war's. Das brauche ich, das brauche ich. Zauberschüssel brauche ich. Lass wieder zurückgehen. So. Jetzt legen wir das Carbon in die Form rein. Das habe ich ja vorhin schön alles angezeichnet. Ich brauche eine Kältesplitting. Ja. Wo? Olli, du bist der Beste. Ich weiß. Sag nicht viele Frauen. So, habe ich so ein bisschen lang gemacht. Kurz, zack. Das Carbon wird sehr hart und lässt sich sehr schön von allen Seiten, komm schon, theoretisch lösen. Ah, kalt. Ja, check. Ich brauche einen Handschuh. Wofür die Handschuhe eigentlich? Wofür die Handschuhe? Ha, das ist eine gute Frage. Olli, eine gute Frage. Und zwar, wenn ich jetzt mit meinen auch sauberen Finger
weil sie sind immer so ein bisschen fettig oder so, das anfasse, wenn wir das nach dem Lackieren, danach lackieren, dann wird man das sehen. Ne? Schau mal her. So. So, tschück. So, jetzt haben wir die Ecke schön schief abgeschnitten, das sieht man. Und das ist scheiße. Tja. So, die Operation kann beginnen. Nein, guck mal hier. So, das muss alles tico-taco sitzen. Sitzt das nicht tico-taco, bekommt man ein schlechtes Ergebnis. Das gefällt mir hier nicht, Olli. Guck mal, das muss alles blasenfrei sein. Das muss ich machen. Mhm. So. Die ganzen Blasen kriegt man damit so ein bisschen raus. Ne? Dass das hier so ein bisschen übersteht, ja, ist dafür da, zeige ich euch später. Das muss so sein, sonst kriege ich das nicht aus der Form raus. Wenn das alles perfekt bündig ist, kriege ich das gar nicht entformt. So, wo ist mein Winterspray? Check. Olli, hast du Hunger oder warum? Nein. War das dein Bauch oder mein? Nicht meiner. Meiner auch nicht. Wer ist sonst hier? So, machen wir so. Vorsichtig hier. Schön in die Ecken rein. So, so sieht das mal aus. Mhm. Das ist eine Verbreiterung für eine X-Klasse. Mercedes X-Klasse. Können wir einblenden, welche oder nicht? Ja. Ja, kann man machen. So, fertig. Erste Schicht ist fertig. Wir müssen das jetzt in die Tüte reinpacken, dann wieder rausholen. Dann kommt so ein Carbon. Guck mal, das ist so ganz dünn. Kannst du vielleicht gucken. Und das ist ganz dick. Warum? Weil die erste Schicht ist die Sichtschicht. Die erste. Die erste Schicht ist die Sichtschicht. Die erste Schicht ist die Sichtschicht. So, auf jeden Fall, das ist, das stabilisiert. Das ist natürlich viel dicker, weil wenn wir nur das benutzen würden, wäre der Spoiler oder die, sagen wir, diese Verbreiterung in dem Fall sehr, sehr dünn. Ne? Ja, passiert manchmal, ja. Auf jeden Fall, jetzt mache ich eine Tüte fertig. Dazu brauche ich Platz. So. Erstmal machen wir Abrissfolie. Abrissfolie, zack. Ungefähr so. Wir verschwenden kein Material. Deswegen teilen wir das. Ja, wir haben noch die andere Seite, ne? Schaut mal, jetzt das kommt hier rein. So. Könnt ihr das sehen? Kann man sehen, Olli? In der Folie sind so ganz kleine Löcher. Kann man das sehen? Ja. Ja? Mhm. Da kommt die Luft raus. Ne? So. Welche Luft? Die wir gleich absaugen. Kann man gleich sehen. Weil jetzt wird das mit Vakuum festgezogen. Und dann ist richtig Rambazamba hier. Das Wichtigste ist, dass man Spaß bei der Arbeit hat. Ne? Ich liebe so Zeug. Ich liebe selber zu tüfteln. Also die erste Schicht haben wir soweit fertig. Check. Dann kommt der Vlies. Der Vlies kommt. Wofür ist der gut? Der ist gut, weil, wie gesagt, wie schon vorhin gesagt, hier in diesem Ding, ist eine Seite hart, andere härter. Und dadurch, dass das jetzt unter Vakuum so richtig dran gepresst wird
und sich unter der Hitze verbindet, wird das überflüssige Harz eingesaugt. Das sieht man auch, wenn wir das aus dem Backofen nachher rausholen. Ja, wird man das sehen. Was ab? Das hier, also quasi der Vlies und das Carbon, darf sich nicht verbinden. Was sonst haben wir eine doofe Stelle. Ja. Bei der ersten Schicht dürfen keine Fehler passieren. So, das sieht so aus, so, ne? Mhm. Check. Schön, so richtig wie ein Doktor. Dr. Belzec. Dr. Prior. Dr. Prior. Denn die Frauen vertrauen. Gab es nicht so einen Arzt? So eine Sendung? Ich weiß nicht. Weißt du? So. Voilà. Special Klebeband. Machen wir so. Sehr kompliziert. Chuck. Immer vorsichtig sein, ne? Vorsichtig sein, ne? Die Folie darf ja kein Loch reinkommen. Auf gar keinen Fall. Kommt da ein Loch, haben wir ein dickes Problem. Muss mal die Tüte alles neu machen. Was war's? Aber ich kann dieses Klebeband mit Handschuhen nicht machen. Ja, in dem anderen Raum war das natürlich ein bisschen besser, weil da habe ich ein bisschen mehr Platz. Ja. So, nehmen wir eine neue Rolle, weil wenn wir zum Beispiel das Stückchen nehmen, ne, machen bis hier und eine neue Rolle ab hier bis hier, es kann sein, dass er nachher nicht undicht wird. Ne? Und dass es wieder undicht ist, für Carbon Katastrophe. Und jetzt, guck mal, kannst du sehen? Komm ein bisschen näher. Schaut mal, überall so kleine Bläschen, ne? Diese. Ja, ein bisschen dunkler. Dunkler, ein bisschen längst, ne? Ja, sieht man. Ja, guck mal, ja. Wenn ich das ganz feste mache, geht das alles weg. So, weiter geht's. Guck mal, so. Das ist meine Tüte. Weißt du, was ich mache? Ich mache normalerweise auch mehr Filz rein auf diese Seite. Warum, Olli? Dass das nicht rauskommen kann. Nee. Warum? Damit das hier, falls irgendwas hier liegt oder so, ne? Hier so ein bisschen Raum, altes Carbon zum Beispiel, ne? Okay. Dann, wenn das richtig gepresst wird gleich, ja, kann es passieren, dass da ein Loch reinkommt. Gut. Falsch. So, man muss immer so ein bisschen hier wie im Zirkus so machen. Tschack, 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 tschack. So, das ist ganz feste. Weiter geht's. Eine Seite haben wir. So, check. Voilà. Jetzt kommt ein Ventil. Schau mal. So, wenn das Ventil drauf liegt gleich auf dem Produkt, guck mal, kann überall Luft entzogen werden durch diese kleinen Löcher, was in dieser Abrissfolie waren. Ne, hier so eine Gummidichtung, ist natürlich alles hitzebeständig, weil in dem Backofen, oder in der Autoklave heißt das, Backofen, werden, wie viel Grad, Olli? Bis zu 1000. Was? Bis zu 1000. 18.000, nein. In dem Autoklave werden wir die Sachen bei 120 Grad backen. Ich brauche ein Teppichmesser. So. Ich mache ein kleines Loch.
auch hier so wenig wie möglich falten, weil passiert hier eine Falte, quasi sowas, ne, so eine Falte, dann kann die Luft durchkommen. So, Löcher fest. Ventil haben wir, machen wir zu. Haben wir alles drin gemacht, ja, ne? Haben wir alles reingemacht? Ventil, Vlies, alles drin, ja. Wisst ihr, wie oft mir das passiert ist? Ich war in Gedanken weg und dann habe ich das Ventil vergessen. Und da kriegt man nicht mehr rein. Und natürlich das aufzureißen, braucht ihr gar nicht versuchen. Und nachträglich, was kleben in einer Tüte ist katastrophal. Was ganz wichtig, also mir persönlich sehr wichtig ist, dass quasi alle Teile, die wir hier machen, made in Germany sind. Weil? Weil? Weil ich weiß, was ich mache. Ich sehe jedes Teil. Wenn wir im Ausland produzieren, dann ist das so, die ersten Teile sind schön, die weiteren nicht so schön, dann wieder schön und so weiter. Und so rollt alles hier durch unsere Hände. Ja? Und wir können das sehen und entscheiden, das ist gut, das ist nicht gut, raus, nicht raus. Und wir produzieren nur so viel, wie viel wir auch brauchen. Ja, hat man irgendwie in Fernost eine Produktion, dann muss man natürlich viel mehr kaufen. Ja? Also muss man, was weiß ich, 100 Bodykits bestellen, weiß man nicht. Von X-Klasse verkauft man 100 Bodykits, verkauft man nicht und so weiter. Lagerkosten und. Ja? Deswegen, so, Vakuum? Vakuum. Vakuum. Ich hole die Vakuumpumpe. Ja. Voll schwer, das Ding. So. Die sieht sehr klein aus, hat aber Dampf. Ja. So, dazu komme ich gleich. So, Stecker drin. Anmachen. Wahnsinn. Achtung. So. Alle scharfe Gegenstände müssen raus hier. Ich mache die ganze Tüte jetzt nach innen, da habe ich gleich ein paar Möglichkeiten, alles so nach innen reinzumachen. Jetzt wird das richtig schnell gehen, oder muss es schnell gehen. Guck mal, was passiert. So, guck mal, ich kann das quasi an diese Links hier hochheben. Ja. Und da sieht man schon die Form quasi, ne, wie der sich reinpresst. Jetzt kommt ein weiteres Werkzeug. Und zwar so ganz, ganz kleine, feine, runde Dinger. Ja, dass man da wirklich in jede Ecke hier reinkommt. Zuerst mache ich die groben. Dann muss man wirklich Millimeter für Millimeter machen. Dass quasi in jede Kante Carbon schön anliegt. Schau mal hier, das ist eine Brücke. Hört mal. Psst. Könnt ihr das hören? Wisst ihr, was jetzt gerade passiert ist? Die Tüte ist nicht 100% dicht. Deswegen zieht die Luft. Das heißt, wir müssen gleich Klebeband überprüfen. Und die Suche geht gleich los.